Ja, nö. Wir haben aufgeräumt, aber das war's dann auch schon. Du. Also nein. Schwäche heilen könnten wir auch noch. Aber jetzt, während wir das Ganze machen, zurück zum Raum der Bartür. Bar. Weil Bar 1, 2, 3 und 4 stehen bereit. Und warten und was auch immer. Schwäche heilen. Genau, du da hinten. Bring uns bitte nicht um. Vielleicht vorne noch was heilen. Folge Bar, 50.000 Erfahrungspunkte. Okay. Geht hin und lehrt das Wort von Bar. Schön, dass wir 50.000 Erfahrungspunkte bekommen haben. 1.000. 10.000. Hält sich in Grenzen, wie viel das ist. Aber trotzdem, Erfahrungspunkte sind immer gut. Auch wenn das jetzt eine recht dubiose Erfahrung ist, von Bar etwas gelehrt zu bekommen. Aber wir nehmen alles an Macht, was wir können. Talan hat da einen sehr schönen Einfluss auf uns. Trotzdem haben wir immer noch kein Heilmittel gefunden für den Slick Silvertang. Wobei ich den starken Verdacht habe, dass es in der Kiste ist. Die Kiste, die wir allerdings nicht öffnen können. Und ich glaube, wir haben auch langsam keine Stellen mehr, wo wir hingehen könnten. Das heißt, ich husche jetzt noch. Warum ist da ein blauer Punkt verzeichnet? Also, das war die doofe Erklärung quasi, welche Türen wir öffnen können. Ja, nee, die geht nicht. Hier war Sackgasse. Also, ich gehe nochmal zur Kiste, gucke, ob sie jetzt vielleicht aufgesprungen ist, weil wir das Wort von Bar verbreiten. Und wenn nicht, schauen wir uns auf der Karte um. Ich hab's. Aha! Noch ein Gong. Aha. Brief von Xenofex. Silvertang, meine Spione berichten von einer kleinen Gruppe von Möchtegern-Helden, wir, die über das Land reisen und unseren kleinen Plan, eine neue Welt ein Ende bereiten zu wollen. Was? Die über das Land reisen und unserem kleinen Plan einer neuen Welt ein Ende bereiten wollen. Ach, den Plan einer neuen Welt, okay. Angeblich ersuchen sie die Erlaubnis, das Orakel in Freehaven zu besuchen. Ihr dürft dies nicht zulassen. Wenn der Wächter erwacht, bevor unser Plan Form angenommen hat, wird es für uns beide ein Ende bedeuten. Verweigert ihnen den Zutritt zum Orakel, auch wenn ihr als Verräter erkannt werden solltet. Wir brauchen die Zeit, die wir durch eure Verzögerung gewinnen. Oh ja, gelobt sei Bar. Xenofex. Also ja, Bar ist nur so eine Religion, die eigentlich ein Vorwand ist, um die Machtposition von Xenofex auszunutzen. Du dahin. Mit dem Brief sollten wir jetzt hier raus. Du springen. Und wir sollten nach Ironfist. Also erstmal kurz zum Tempel, um Geroran zu heilen. Das kann man ja nicht mehr ansehen. Und dann nach Burg Ironfist und den Brief vorlegen. Können wir behilflich sein? Möge das Glück mit dir sein. Ja. Denn in Burg Ironfist müsste der Lord sein, der Silvertang hingeschickt hat. Du weißt? Nein. Nee. Baust du die Jo. Pferde? Du weißt? Nein. Kann ich mir auch, glaube ich, sparen mit dem Gucken. Wir hatten ja beim neuen Jahr doch die gröbsten Pferdeställe einmal abgeklappert. Was man hier sehen kann. Die sollten wir bei Zeit nochmal einsetzen. Oh ja, erstmal Quest abgeben, dann springen wir nach Freehaven. Machen ein paar Stufenaufstiege und dann gehen wir zum Rat und verlangen Zutritt zum Orakel. Weil wir müssten jetzt eigentlich alle Stimmen haben, sobald Slick Silvertang ersetzt wird. Der Prinz wurde entführt. Besucher haben. Nein! Das ist jetzt nicht gut. Du. Fliegen. Also, Sprungpunkt hier setzen. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Du Leuchtfeuer hier. Welchen Monat haben wir? November. November.
Habe ich noch nicht auf der Liste. So, Plan. Wir gehen jetzt zu dem Orakel hier, nicht zu dem Orakel Freehaven. Fragen nach dem Schrein für diesen Monat. Das wird dann notiert. Und dann klappern wir die Zirkusse nochmal ab. Ich habe dich schon erwartet. November ist vergiften. Nov ist Gift. Ja. Problem ist allerdings, das war im aalverseuchten Gewässer. Und da kommen wir jetzt nicht so schnell wieder hin. So, also fliegen. Drückt mal die Daumen, dass der bei einem der drei Zirkusse ist, die wir kennen. Ja, ja, ja. Ganz viele Kannibalen hinter uns her und Echsenmenschen und was weiß ich. Aber ihr könnt uns nichts. Nicht so wirklich jedenfalls. Zirkus ist weitergezogen. Okay. Whitecap. War hier einer? Ne, Whitecap war gar keiner. Ja, aber wir können mal ganz kurz zum Trainieren hierher gehen. Geschlossen. Geschlossen. Und wir können nicht... du mich auch. Blackshire. Blackshire war ein Zirkus. Aber auch hier kurz erstmal trainieren. Zumindest versuchen. Eins, zwei, drei Stufenaufstiege. Jedenfalls für ein, zwei Leute. So, was nimmst du mal Schönes? Nichts, du bewahrst die Punkte auf. Ja, bewahren wir erstmal auf. Er hält momentan ja nicht so sehr, was die Punkte angeht. Kommt mir doch ganz gut klar. Du. Fliegen. Zirkus? Ah, da. Wo war der andere Zirkus? Bei den Untoten, oder? Hier ist niemand. Zirkus ist weitergezogen. Nein. Du. Stadtportal. Oder durch das Training ist jetzt ein neuer Monat, die sind wieder woanders gelandet. Nee, ist immer noch November. Aber Ende November. Das heißt, wenn wir jetzt nach Dingens springen, nach Freehaven und von Freehaven aus nach Süden zu gehen, zum Sumpf der Verdammten, dauert die Reise 5 Tage und wir haben es eventuell Dezember und der Zirkus ist woanders. Schauen wir mal. Genau deswegen hatten wir am Anfang nie den Prinzen angesprochen. Es ist doch recht lästig. Sumpf der Verdammten. 5 Tage. Wir haben sie zwar im Dezember. So. Wobei das den Gerüchten nach eher mit den Jahreszeiten zusammenhängt. Also im Frühling sind sie da, im Sommer sind sie da und so weiter. Da hinten wäre das. Und November, Dezember müsste eigentlich im selben Ding sein. Also die Welt hier müsste Januar, Februar, März, Frühling haben und nicht, ne, über die Jahresgrenze so hinweg, wie wir das kennen. Hier ist niemand. Du. Sprungpunkt setzen. Da. Weg, weg, weg. Abreagieren. Besseres Abreagieren. So, die ganzen Zelte wegbomben. Also, in Schmugglerbucht war nicht. In Blackshire war nicht. Und hier war nicht. Und das war es auch schon so mit Gegenden, wo wir wissen, wo ein Zirkus ist. Also es ist jetzt ein einziger Zirkus irgendwo und genau da ist der Prinz. Da nicht. Da war ein Zirkus, da war ein Zirkus. Hier ist ein Zirkus. Wo würde es dann noch Sinn machen? Da, da, da. Drachensand hatten wir schon geguckt.
Silberkauf? Nee. Na gut, wir können einfach etwas Zeit verstreichen lassen. Wie geht's? Wie geht's? Wir müssen ja eh ein wenig hier rumsortieren. Oh, ultimative Handschuhe. Bis demnächst. Die Gongs sollten wir alle verkaufen. Die nehmen doch recht viel Platz weg. Du, Leuchtfeuer zurückspringen. Freehaven. Hier war, glaube ich, der Ex. Oh, hallo. Nee, Meister. Schön, Meister der Kondition. Bist Meister? Kannst Meister werden? Kannst Meister werden? Oh, hallo. Okay. Meister. Ja. Meister. Sehr schön. Also alle Charaktere sind jetzt Meister der Kondition. Das heißt, sie halten schon mal mehr aus und bei jedem Stufenanstieg kriegen sie auch mehr? Weiß ich gerade gar nicht. Wie geht's? Hier war allerdings nur der Knochenankäufer. Der Gongankäufer. Obwohl, wir gucken mal ganz kurz. Schön, dass du da bist. Nikolai? Schön, dass du da bist. Ich wünschte, ich wäre Nikolai. Dann wärst du jetzt in einem Zirkus irgendwo in der Pampa. Du kaufst Magnete. Wir haben keine Magnete. Du kaufst Knochen. Schön, dass du da bist. Goldene Pyramiden. Wie geht's? Nix. Gut. Also der Gong-Ankäufer ist jetzt irgendwo in Freehaven. Wir wissen, wie groß die Stadt ist. So, hier waren, glaube ich, die vier Magier-Experten. Hier war unser Tempel. Wo wir eigentlich auch mal einen Sprungpunkt setzen sollten. Weil er halt auslöschen, kurieren kann. Das können die anderen ja nicht. Wie geht's? Wie geht's? Abwasserkanal, nö, danke. Schön, dass du da bist. Krimskrams. Bestimmtes? Krimskrams. Eigentlich brauchen wir nur einen Waffenhändler. Danke. Komm bald wieder. Nix. Rüstungshändler, Waffenhändler. Weg. So, das zu ihr, das zu ihr, das kann verzaubert werden. Kälteresistenz plus 5. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Repariert. Auch wenn die eigentlich nur zum Verkaufen da sind. Achso, und leg den doofen Baumann ab. Danke. Oh. Das kann weg. Weg. Nee, hier ist der der Gong-Händler nicht. Schön, dass du da bist. Diebe. Wie geht's? Niemand da. Schön, dass du da bist. Weinfässchen. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Aber ist ja nicht mehr viel. Dann sind wir die ganzen Gongs los. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und dann machen wir was genau? Wir schlafen eine Weile, bis wir Frühling haben und suchen dann die anderen beiden, die drei Zirkus ab. Schön, dass du da bist. Wenn ich nicht gleich den Gong-Typen finde, dann schmeiße ich die einfach alle auf die Straße. Das ist mir zu albern. Schön, dass du da bist. Hier das Haus. Schön, dass du da bist. Experte des Handelns. Kein richtiges Haus. Wie geht's? Gong. Dankeschön. So. Nein, geh weg. Also, wir sind die doofen Gongs endlich losgeworden. Jetzt wollen wir schlafen. Das machen wir. Ne, wir wollen nicht schlafen, wir wollen reisen. Reisen dauert schon lange. Also brauchen wir eine Taverne, um Essen zu bekommen.